Normalerweise interpretiere ich ein Stück, das es schon gibt. Das heißt, ich ziehe mir etwas an, das schon da ist und mache es zu meinem eigenen. Wir sind beim Marionettentheater, arbeiten wir mit Puppen, die aus Holz gemacht sind. Die Instrumente, die uns begleiten, sind aus Holz gemacht. Die Bühne, auf der wir stehen, die Bretter, sind Holzbretter. Wir sind in Salzburg, das ist auch umgeben von Wald, von Holz, von Natur. Also ich finde, das hat sich mir irgendwie so nicht aufgedrängt, aber es war irgendwie so offensichtlich, dass irgendwas mit Thema Holz. Der alte Baum transportiert die Botschaft der Hoffnung. Der Hoffnung, dass wir in der Lage sein werden, als Menschen die Welt, die wir zerstören, doch zu erhalten. Dass wir den nachkommenden Generationen die Möglichkeit des Lebens und des Überlebens sichern. Und das ist ganz wichtig und essentiell. Aber, das möchte ich auch sagen, dieser alte Baum, das ist auch ein Märchen. Wir haben uns sehr auch an Mozarts Werken orientiert. Wie hat Mozart, wie ist er umgegangen, auch dramaturgisch in seinen verschiedensten Opern? Sind das Märchen, das sind reale Geschichten, das sind psychologische Themen. Und da wir natürlich auf Mozarts Versen hängen, haben wir auch versucht, die Geschichte so zu machen. Sicherlich auch in ihren Brüchen, in ihrem glücklichen Ausgang, ja, oder hoffnungsvollen Ausgang. Aber wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass diese Geschichte Mut machen soll, dran zu bleiben, dass wir auf die Natur schauen müssen, auf das Leben, das uns umgibt.